Herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Wie gewohnt blicken wir am Ende der Woche nochmals zurück auf die Highlights. Vergangene Woche ging das Landesjugendsingen in Dornbirn über die Bühne. Wir waren beim Startschuss im Kulturhaus mit dabei. Die Stimmbänder sind aufgewärmt und im Saal erklingen harmonische Stimmfarben. Zum Landesjugendsingen 2017 im Dornbirner Kulturhaus sind gleich Dutzende Sangbegeisterte angereist. 47 Chöre mit über 1000 Jugendlichen singen um die Wette und wollen vor der Jury ihre Leidenschaft und ihr Talent unter Beweis stellen. Dieses Chor-Event gibt es seit 1945, ist somit der älteste Wettbewerb in Österreich und ich glaube, das sagt schon einiges über die Qualität aus. Jetzt ist es so, dass die Chorszene vor allem in Vorarlberg sehr, sehr boomt, dank des Chorverbandes, dank den ganzen Musikschulen und auch den Musikmittelschulen und Musikvolksschulen. Die Kinder und Jugendlichen werden wieder vermehrt zum Singen herangezogen und es macht auch vor allem Spaß, in einer Gruppe zu singen und sich mit Musik auszudrücken. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, warum das Thema Chor an Bedeutung gewinnt. Das Ziel der Sangtalente ist klar definiert. Denn die Besten dürfen Vorarlberg beim Bundesjugendsingen vom 23. bis 26. Juni in Graz vertreten. Bis zur großen Entscheidung stehen am Donnerstag und Freitag noch Wertungssingen auf dem Programm. Und auf diese haben sich die Chöre gut und lange vorbereitet. Es war sehr intensiv. Ich glaube, sie haben sehr leiden müssen, manchmal unter mir. Aber wir haben es probiert, doch zwischendrin ein bisschen ein Rhythmusspiel, das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Und sie waren wahnsinnig fleißig und geduldig. Sie müssen geduldig sein. Ich muss manchmal ein bisschen geduldig sein. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Wir machen recht viele Konzerte, aber für uns ist das Landesjugendsingen immer was Spezielles, weil man da einfach eine tolle Jury hat. Und wir haben das einfach noch mal viel ernster als wir bei einem Konzert. Wir haben bloß ein paar Lieder, aber die müssen wirklich perfekt sein. Und das ist schon das Tolle, zum etwas wirklich perfekt zu machen und so lange umeinander zu fielen, bis es wirklich passt. Auch die Öffentlichkeit kann sich davon überzeugen und darf bei den Wartungssingen dabei sein. Außerdem werden 6 Chöre am Samstag um 9 Uhr den Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Dornbirn gestalten und wiederum andere gaben ihre Darbietung in der Dornbirner Innenstadt wieder. Ländle TV der Tag wird am Montag um 18.50 Uhr über die Siegerchöre berichten. Und bei uns geht es nun weiter mit einigen Informationen zum Hypo-Meeting in Götzis. Das Hypo-Meeting 2017 wird auch dieses Jahr ganz im Zeichen von sportlichen Glanzmomenten und olympischem Siegergeist stehen. Die Organisatoren setzen dabei alles in Bewegung, um die Veranstaltung auch im neuen Jahr mit unvergesslichen Bildern und sportlichen Erfolgen zu bereichern. Eine neue Laufbahn im Mösle-Stadion sowie das Hypo-Zelt mit Live-Übertragung und Ladestation soll den Athleten wie auch dem Publikum eine tolle Zeit verschaffen. Es sind viele Faktoren. Die Technik spielt eine wesentliche Rolle. Das heißt, wir müssen als Veranstalter den Top-Athletinnen und Athleten diese Bühne bieten, die sie brauchen. Dann natürlich das Ehrenamt. Ohne die 400 Helfer, die beim Meetingwochenende im Einsatz sind, könnten wir die Veranstaltung nicht durchführen. Es geht zum Saisonstart. Götzis ist immer der Saisonsopener. Also um sehr viel. Die Athleten und Athletinnen möchten die Limits für London erfüllen. Und da müssen sie gesund bleiben. Und da halte ich allen den Daumen, dass sie das gesund auch überstehen. 73 Sportler haben sich zu den Kämpfen angemeldet, darunter auch Dominik Distelberger, einer der erfolgreichsten österreichischen Spitzenleichtathletiker seiner Zeit. Ja, ich freue mich jetzt schon auf das Meeting. Auf alle Fälle möchte ich meine Zehnkampf-Bestleistung angreifen. Was darüber hinausgeht, ist alles andere eine Draufgabe. Aber das erste Ziel für mich ist natürlich sicher mal, meine Bestleistung zu verbessern. Sportlich gesehen muss ich sagen, es ist extrem wichtig. Ich sage mal, das ist jetzt mal ein Zeitpunkt, wo man schauen kann, wo man zurzeit steht im Training. Götzis ist noch sehr früh in der Saison, aber ich sage mal, durch das ganze Umfeld, was da geboten wird, ist es auch immer ein Meeting, wo Bestleistungen fallen, auch wenn es so früh in der Saison ist. Und das Wichtigste wird sein, verletzungsfrei durch den Wettkampf zu kommen und auch die Saison dann weiter so zu bestreiten. Wir freuen uns jetzt schon auf eine einzigartige Stimmung, sportliche Erfolge und eine hoffentlich verletzungsfreie Veranstaltung. Der Cashpoint SC Altach und AKA machen ab sofort gemeinsame Sache. Um was es genau geht, das erfahren Sie jetzt.
Die AK Vorarlberg und der SC Altach machen in Zukunft gemeinsame Sache. Zukünftig wird zwischen dem Vorarlberger Fußballverband und dem heimischen Bundesligisten eng kooperiert und die sich ergebenden Synergien genutzt. Es war immer schon Ziel vom Verband, dass wir mit dem besten Vorarlberger Club zusammenarbeiten. Das ist derzeit ohne Zweifel Altach und wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit dazu führt, dass noch mehr Vorarlberger Talente den Weg über die Akademie in die höchste Liga in Österreich finden. Durch die Kooperation ergibt sich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, ich denke beide. Es sollte auf der einen Seite der SC Altach profitieren und natürlich auch genauso die Akademie. Ich glaube, es ist wichtig für die Spieler, dass sie einen Bundesliga-Verein haben, wo sie eine Plattform haben und diese Plattform nützen können. Nicht müssen, sondern können. Ist nicht so einfach in der heutigen Zeit, die jungen Spieler zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Es gibt auch andere Wege, dass Spieler den Weg übers Ausland in das Profigeschäft suchen. Aber ich glaube, dass hier doch, denke ich, in letzter Zeit wir bewiesen haben, gerade mit den Valentina Müller, dass wir hier sehr gut arbeiten. Ich glaube, dass wir hier eine sehr gute, im wahrsten Sinne Kooperation anstreben und auch das wirklich dementsprechend leben können. Die AK Vorarlberg und der SC Altach machen gemeinsame Sache. Davon profitieren werden in Zukunft in erster Linie die jungen Vorarlberger Talente. Das war's auch schon wieder von den Wochen-Highlights. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch am Montag wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Grüßt euch miteinander, der Seniorchef. Da wird jetzt auch mal ein bisschen Freizeit machen. Und wie das Wetter jetzt wird, das zeige ich euch jetzt. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter schauen wir zurück auf die vergangene Woche. Das Wetter seit 1. Mai. Wir haben zum Beispiel, es gilt für Bregenz, aber typisch auch fürs ganze Ländle, kalt gestartet in den 1. Mai. Es hat 10 Grad nur gegeben und dazu 22 Liter pro Quadratmeter geregnet, also ein verregneter, trüber Tag. Und dann ist es so mit so Regenschauern durch die Woche gegangen. Dienstag bis Donnerstag wechselhaftes Wetter und nur so mäßig warm, bevor dann Freitag und Samstag zumindest die vorübergehende Wetterbesserung war. Wie sieht es jetzt auf Sonntag aus? Ganz anders als am Samstag. Wir haben trübes Wetter, das gilt für das ganze Land. Immer wieder Regen und der aus der Nacht heraus vom Samstag auf den Sonntag regnet es zum Teil schon recht kräftig. In den Staugebieten mit dem nordwestlichen Wind, also so Pfänder Richtung Vorderwald hinein, dann auch so Rätikon, Montafon, Arlberg-Region, da kann es doch recht ergiebige Regenmengen geben, recht kräftig regnen. Sonst die Chance, dass es dann gegen Mittag über dem Rheintal und Walgau doch längere trockene Phasen gibt. Viel Sonne wird aber nicht dabei sein und die Temperaturen, Sie sehen selber, gegenüber dem Samstag rund 8 bis 10 Grad kühler, nur so 13 bis 15 Grad die Höchstwerte. Auf dem Hausberg von Dornbirn, auf dem Karren, auf knapp 1000 Meter gibt es 9 Grad als Höchstwert. Wie geht es weiter in der nächsten Woche? Beziehungsweise Sie können auf kachelmannwetter.com am Sonntag immer wieder auf dem Radar schauen. Wir haben ein hochauflösendes Radar, da kann man sogar bis in die Bezirke hineinzoomen, schauen, wo genau der Regen ankommt, wann es regnet, wann Sie vielleicht eine trockene Phase erwischen. Anfang Woche, der Montag weiter unbeständig, immer wieder Schauer, viele Wolken dazwischen, aber doch längere trockene Phasen und ein paar Auflockerungen mit dabei, Temperaturen eher tief. Und Dienstag, Mittwoch die Chance lebt, dass es dann zumindest 2-3 trockene Tage gibt, dass es Heuwetter gibt, die Temperaturen aber eher verhalten, weil wir noch die Strömung aus nördlicher Richtung haben. Das war's vom Wetter, für Gott bei Ländle TV. Regen ist wichtig für die Natur, aber auch Regen kann Spaß machen. Kachelmann Wetter und Ländle TV wollen das dichteste Wettermessnetz mit Regenmessern in Vorarlberg aufbauen. Dazu suchen wir aus jeder der 96 Gemeinden eine wetteraffine Person, die von uns mit einem Gratis-Regenmesser ausgestattet wird und uns täglich die Daten per Mail übermittelt. Es regnet hier hinein, da wird der Regen aufgefangen und dann ablesen, wie hoch die Regenmenge ist und dann an uns melden. Es würde uns freuen, wenn Sie daran interessiert sind und uns Ihre Daten melden. Wir suchen, wie gesagt, das dichteste Wettermessnetz in Vorarlberg. Das ist ein richtiger Rekordversuch zusammen mit Ländle TV und Kachelmann Wetter.
sei auch du ein Teil vom dichtesten Regenmessnetz Vorarlbergs. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.